liebe Judenfreunde, was macht da der Bauer Hausi? Ich spritze da meine Zuckerrüben gegen Unkraut. Und speziell, ich habe viel Kartoffel durch Wuchs. Und das ist jetzt ein Extragang, eigentlich mehr, um auch die Kartoffeln zurückzubinden. Kartoffeln vernichten im Zuckerrüben ist ja sehr schwierig. Jetzt spritze ich da 20 Gramm Debüt die Hektare, speziell für gegen die Kartoffeln. Ja, und was noch weiter zu sagen ist, bei uns ist nicht Sonntag, wie in vielen katholischen Gebieten. Ne? Der Bauer Hausi arbeitet, ganz gewöhnlich. Ich bin auch froh, es steht so vieles an, muss gemacht werden. Mit dem schlechten Wetter ist das Zeitfenster für alles einfach zu knapp. Ich sollte auch noch die Kartoffeln gegen Unkraut spritzen. Pflügen für Kürbis setzen am Samstag. Ja, es gibt da noch vieles. Ey. Jetzt werden da noch meine Kartoffeln gegen Unkraut gespritzt. Sie sind da kurz vor dem Durchstoßen und da Regen angesagt ist, während 3-4 Tage will ich das Risiko nicht eingehen, dass sie mir da durchwachsen. Und das sind hier Salzkartoffeln. Die müssen vorauflauf gespritzt werden, sonst gibt es Verfärbungen im Kraut und man kann sie nicht mehr gegen Krankheiten erlesen. Jawohl. Und jetzt wird noch geblüht beim Bauerhaus. Hier wollen wir am Samstag Kürbis pflanzen. Muss sofort geblüht werden. Morgen bis Mittag abtrocknen oder später den Nachmittag werde ich dann Boden bearbeiten. Geblüht wird mit unserem Vierschar On-Land-Pflug Pöttinger. Da der Traktor Hesser Spurhell habe ich von meinem Kollegen ein 750 Kilo Grundgewicht bekommen zum Benutzen. Ist also sehr gut. Der Traktor läuft viel besser mit einem rechten Grundgewicht.